Ich wollte euch heute einen Make-up-Look schminken. Und zwar soll das Ganze so Herbst-Glow-mäßig inspiriert sein. Für mich passt das nicht nur zum Sommer, sondern auch wunderbar in den Herbst, wenn man an die ganzen roten und gelb-goldenen Blätter denkt. Ja, und hier seht ihr schon mal das Ergebnis. Und wenn ihr gerne wissen möchtet, wie ich das gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Leider gab es gerade ein Problem mit meiner Speicherkarte, deswegen habt ihr den nächsten Schritt leider nicht mitbekommen, aber ich habe ja zwei Augen, deswegen kann ich das ja an dem anderen Auge nochmal wiederholen. Also ich hatte jetzt Tease, also die Farbe, die ich in der Lidfalte aufgetragen habe, etwas höher gezogen in Richtung Augenbraue und auf dem beweglichen Lid habe ich jetzt auf dem einen Auge schon Satin Taupe aufgetragen von MAC. Das ist dieser Ton. Ihr könnt natürlich auch irgendeinen Taupe-Ton nehmen. Satin Taupe schimmert jetzt noch etwas, also das finde ich ganz schön, dann im Kontrast zu der matten Lidfaltenfarbe. Und ja, den trage ich jetzt mit einem flachen Pinsel einfach auf meinem beweglichen Lid auf. Jetzt nehme ich so einen abgeschrägten Pinsel und gehe nochmal in Satin Taupe und trage mir das einfach am unteren Wimpernkranz auf. Um das Ganze noch ein wenig zu verblenden, nehme ich noch einen fluffigen Pinsel und verblende das. Und die ganzen harten Kanten, die jetzt noch da sind, verblende ich auch nochmal. So, jetzt geht es auch schon ans Highlighten und zwar benutze ich da erstmal so einen Lidschattenpinsel und nochmal meine Naked 2 Palette. Und zwar nehme ich da den Ton Foxy, das ist so ein heller Ton und den trage ich unter meinen Augenbrauen auf. Also es ist ein heller matter Ton. Da ich davon immer gerne sehr viel nehme, muss ich das Ganze jetzt nochmal verblenden. Und dafür nehme ich wieder meinen fluffigen Pinsel und verblende einfach den Übergang zwischen Lidfalte und Highlight. So, und um meinen Innenwinkel zu highlighten, benutze ich jetzt Nylon. Das ist ebenfalls ein Ton vom MAC. Der ist gar nicht, oder der sieht im Endeffekt gar nicht so gelb aus, wie er in dem Fännchen aussieht. Und ich nehme jetzt einfach so einen kleinen Pinsel und gehe damit in meinen Innenwinkel. Ich mag das auch sehr, wenn der Innenwinkel stark gehighlightet ist. Und Nylon hat wirklich eine super Farbabgabe. Den nutze ich in letzter Zeit wirklich fast nur noch zum Highlighten von meinem Augeninnenwinkel. So, und auch hier blende ich jetzt wieder ein bisschen, weil ich es natürlich gerne übertreibe mit dem Highlight. So, optional könnt ihr euch natürlich jetzt noch einen Eyeliner ziehen. Das mache ich eigentlich jeden Tag, deswegen werde ich das heute auch tun. Das mache ich jetzt mal eben. Das kann ich nicht so gut freihändig vor der Kamera. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Wimpern habe ich jetzt auch direkt mitgetuscht. Jetzt sieht das auch alles nicht mehr so komisch aus mit den Augenbrauen. Und wer möchte, kann natürlich auch noch falsche Wimpern anbringen. Das kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Allerdings ist es heute ein ganz normaler Tag, an dem ich auch noch Sachen erledige. Und im Alltag trage ich eigentlich keine künstlichen Wimpern. Deswegen lasse ich das jetzt. Und dann gehen wir jetzt auch schon weiter zum Gesicht. Und da verwende ich erstmal meinen Bronzer, das ist eigentlich immer derselbe, und zwar der Hoola Bronzer von Benefit. Ich habe jetzt auch schon ein kleines Loch hier drin. Das soll schon was heißen, also ich benutze ihn wirklich jeden Tag. Und dazu nehme ich meinen Real Techniques Pinsel, den ich auch in meinem Lieblingspinsel-Video vorgestellt habe, dass ich euch hier mal verlinken kann. Und dann gehe ich einfach in den Bronzer und konturiere und bronze mein Gesicht.
Jetzt kommen wir auch schon zum Blush. Und zwar verwende ich da einen von Catrice aus dieser Lumination LE. Das ist die Farbe Flushed Fiction. So sieht der aus. Das ist so ein schimmeriger Beerenton. Ich meine, im P2 Sortiment in dieser Touch of Reihe gibt es auch so eine Farbe. Da könnt ihr vielleicht mal nachschauen, wenn ihr den hier nicht bekommen habt. Und dann gehe ich einfach mit meinem Zoeva Blush Brush rein. Und ja, trage mir das auf. Ja, und es wäre natürlich kein Autumn Glow Tutorial, wenn kein auffälliger Highlighter dabei wäre. Natürlich könnt ihr das Ganze auch dezenter gestalten. Ich verwende jetzt aber meinen geliebten Soft and Gentle von MAC. Das ist ja, ein sehr güldener Highlighter mit vielen Schimmerpartikeln. Und den trage ich jetzt mit meinem Zoeva Pinsel auf meine Wangenknochen. Und an mein Lippenherz, an meinem Lippenherz. Meinem Nasenrücken noch ein bisschen von dem Rest und hier. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit den Gesichtsprodukten. Jetzt fehlt natürlich noch das Setting Spray. Mein geliebtes Urban Decay All Nighter Setting Spray. Was online immer ausverkauft war und ich in Köln das allerletzte ergattern konnte. Das schüttel ich jetzt und werde mein Gesicht darin baden. So, kommen wir jetzt zu den Lippen. Da hatte ich übrigens eben auch schon eine Lippenpflege aufgetragen, was ja immer ganz wichtig ist, wenn man einen Lippenstift, vor allem dunklen Lippenstift, aufträgt. Und da wären wir jetzt auch schon beim Stichwort, denn was wäre ein Herbst-Make-up ohne dunklen Lippenstift? Ich verwende jetzt Captive von MAC. Das ist ein Satin-Finish und ja, das ist so ein... Gibt es Rosenholzrot? auf jeden Fall ist es nicht allzu dunkel und ja, den trage ich auf, aber vorher verwende ich noch einen Lip Liner und da ich keinen in der Farbe habe, nehme ich einfach einen durchsichtigen, was ich eine sehr gute Erfindung finde und damit umrande ich jetzt einfach mal meine Lippen. Und jetzt nehme ich mir einen Lippenpinsel und gehe damit einfach in die Farbe und trage mir die auf. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das mit dem Spiegel mache, weil ich habe da einen Spiegel, einen großen und hier einen kleineren. Aber wenn ich mich jetzt hier vorbeuge, bin ich unscharf. Was könnte ich jetzt machen? So sieht das Ganze jetzt mit Lippenstift aus. Ich finde das mit dem semi-matten Finish sehr schön. Wer möchte, kann natürlich auch noch einen Lipgloss drüber auftragen, damit das Ganze halt glänzend ist oder auch eine komplett andere Lippenfarbe verwenden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich zeige euch jetzt natürlich nochmal alles vom Nahen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Und zwar dachte ich an einen Herbst Glowing
das passt jetzt nicht, wenn man an die ganzen goldenen und roten Blätter denkt. Goldgelbenen Blätter. Goldgelbenen, goldgelben Blätter. Wahrscheinlich sehe ich jetzt auch noch Overblush aus oder so. Ich brauche eine neue Kamera.